Ja, heute richte ich mal meine Anmoderation an die Eltern, an die Großeltern, die vielleicht das Problem ihrer Kinder kennen, wenn die einmal so richtig im Zockerwahn sind, ne? Wenn die vorm Computer den ganzen Tag sitzen und da wird gezockt, was das Zeug hält, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Kinder spielen laut und das auf Kosten der Eltern oder Großeltern. Aber natürlich richtet sich die Sendung auch an alle eingefleischten Gamer, die es so richtig wissen wollen, die die Bässe, die Motorengeräusche so richtig in ihren Ohren dröhnen hören wollen. So was haben wir heute hier. Und der Carsten, der hat es auch schon mal aufgesetzt. Sieht übrigens sehr stylisch und cool aus. Gefällt mir gut. Du hörst mich gar nicht, oder? Ich kann dich, ich bin ein Spezialist im Lippenlesen. Nein, nein, aber es ist wirklich wahr. Also das, was ich noch von dir höre, und du stehst ja nur gerade mal einen Meter neben mir, ist wirklich sehr, sehr wenig. Das bedeutet gleichzeitig, dass sie natürlich nicht nur die Geräusche ihres Films oder ihres Videospiels alleine genießen können, ohne ihre Mitmenschen zu stören. Sie werden natürlich auch während ihres Spiels, während sie vertieft ihre Aufgaben lösen, nicht von irgendwelchen Einflüssen von rechts oder von links, zum Beispiel von der Mama gestört, die sagt, kommst du essen? Nein. Da muss schon jemand kommen, muss mal sagen, so, hör mal, mach's mal bitte auf Pause. Ja, aber es ist hervorragend und ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass dieser Kopfhörer so angenehm zu tragen ist. Der wiegt gerade mal etwas mehr als 300 Gramm, 320 Gramm und der passt sich hervorragend auch meinem krummen Kopf an. Kann man hier auch nach vorne verstellen oder zurück natürlich auch oder zur Seite. Ist so ein bisschen im Piloten- oder Racing-Design, das finde ich ganz lustig. Hätte ich gemacht, und man kann hier wirklich alles verstellen. Ob das hier jetzt natürlich auch oben der Klettverschluss ist für einen etwas größeren Kopf, kleineren Kopf, das ist machbar, wirklich in allen Richtungen. Und was natürlich auch ein besonderer Tragekomfort ist, ist der Nackenbügel. Ich drehe unser Freund jetzt hier mal um. Das ist der hier hinten. Der sorgt natürlich für einen richtig angenehmen Nackenkomfort, ne? Mhm. Ganz weich gepolstert. Ist wirklich sehr angenehm zu tragen. Denn ich sag mal, so ein Spiel, das spielt man ja nicht einfach mal so 10, 20 Minuten. Wenn man jetzt einen schönen Ego-Shooter spielt, wo ordentlich was in die Luft fliegt oder wo ordentlich Kavum drin ist. Oder einfach auch mal eine etwas längere Geschichte. Ja. Zum Beispiel mal Harry Potter oder wie die Dinger alle heißen. Sie sind ja episch lang. Da sitzt man auch ganz gerne mal ein paar Stunden davor. Manche sogar die halbe Nacht durch, muss man ja leider so sagen. Da muss es einfach bequem sein. Da kann man nicht jede halbe Stunde oder was das Ding mal ausziehen, weil es einfach nicht mehr passt oder weil es störend ist. Es ist ausgesprochen angenehm zu tragen. Ja. Zack, und schon habe ich wieder sämtliche Nebengeräusche ausgeblendet. Das ist faszinierend. Zum einen das, der Tragekomfort an den Ohren ist natürlich super, aber was auch super ist, das bombastische Klangbild. Also der hat wirklich richtig volle Bässe, wie sich das gehört, wenn man einmal so in Motorengeräuschen und Explosionen mittendrin steckt, dann gehört sich das schon, ne? So ein ordentlicher Geräuschpegel auch. Und die Bässe natürlich. Machen wir uns ja nichts vor, wenn man, ich muss das mal absetzen, das ist ganz seltsam. Ich höre mich wirklich selber nicht. Ich kann reden. Dich auch anschreien, wenn du möchtest. Ja, bitte schrei mich an. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Es ist ja wirklich so, wenn ich jetzt einen Rennsimulator oder was spiele, so ein schönes Formel-1-Spiel oder ein schönes Rallye-Spiel, da gehört ein satter Motorensound einfach mit dazu. Genauso wie bei einem Ego-Shooter. Da muss es knallen, da muss eine Explosion richtig dröhnen. Dann macht so ein Spiel natürlich richtig Spaß. Zumindest derjenigen Person, die das Spiel gerade spielt. Wenn natürlich irgendwo in der Wohnung, im Haus noch andere Personen dabei sind, die rufen dann alle zwei Minuten wahrscheinlich, mach leiser und ich muss telefonieren und Mensch, ich kann meine Fernsehserie gar nicht schauen, weil du den anderen Fernseher so laut hast. Umgehen Sie das doch. Ja? Und auch das Kabel ist schön lang, knapp 2 Meter lang, 1,90 Meter lang. Das heißt, Sie können die Konsole, egal ob wir jetzt von der PlayStation, von der Xbox, von der Wii oder von irgendeiner anderen Konsole sprechen, auch ein paar Meter weit weg haben. Das macht gar nichts. Also wir haben hier fast 2 Meter Kabel. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Nee, so eine Spannweite habe ich gar nicht. Guck mal. Nee, das wäre ja auch schlimm, Mensch, er ist ja ein Hulk. Ja, das ist richtig, Aber so passt es. Dazu kommt natürlich noch der Anstecker über die 3,5 Millimeter Klinke. Einmal für den Ton und einmal, also einmal Kopfhörer und einmal, einmal Mikrofon. Genau, und dann geht es ja auch weiter mit unserem hochwertigen Mikrofon, was wir hier haben. Das zeigen wir eben noch mal ein bisschen näher, dass Sie sich das mal genauer unter die Lupe nehmen können. Das ist das hier mit dem verstellbaren Metallarm. Das ist das. Und natürlich für laut und leise, also der Volumenregler, das drehe ich mal um, den haben wir hier an der Seite, so ein kleines metallfarbenes Rädchen, an dem wir dann uns die Lautstärke selber einstellen können. Ganz genau. Damit ist der Kopfhörer auch schon von der Ausstattung her erklärt. Eine Sache möchte ich ganz gerne noch kurz zeigen am Mikrofon. Ja, vielleicht zeigen wir es nochmal ganz kurz. Moment, ich drehe es nochmal eben auf die Seite, weil man hier ja auch die Entfernung zum Mund einstellen kann. Schauen Sie mal hier.
Ja, je nachdem, ob sie einen großen Knopf oder einen kleinen Kopf haben. Ich weiß gar nicht, hast du es gezeigt? Nee, ne? Ja, habe ich gezeigt. Achso, Entschuldigung. Ich wollte es noch mal kurz an. So haben wir es natürlich noch mal besser im Detail. Gefällt mir gut. So. Also es macht wirklich Spaß, zumal man ja auch mitunter ein Spiel spielt, wo man als Teamplayer unterwegs ist. Sprich, wo man einen Bekannten, einen Freund hat, der das gleiche Spiel hat. Und dann zockt man online. Und natürlich muss man sich dann auch austauschen. Das heißt, der eine sagt dann, pass auf, ich gehe links rum. Und der andere sagt dann, okay, ich gehe rechts rum und wir treffen uns dann auf der Anhöhe da oben. Und da muss man dann irgendwie hin, entweder mit einem Fahrzeug oder man muss sich den Weg dorthin erkämpfen oder was, je nachdem, was sie da für Spiele spielen. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Jetzt fragt sich natürlich, wer soll sich den Kopfhörer kaufen? Entweder die Person, die gestört ist, da man sich ja wirklich richtig abschirmen kann, ne? Die sich vom Geräuschpegel gestört fühlt, oder natürlich der Gamer. Ja klar, der Gamer natürlich. Aber könnte man für beide Personen benutzen? Definitiv. Herr Pilot. Ich glaube, ich habe nur die Hälfte verstanden von dem, was du gerade gesagt hast. Also es geht für beide, die spielen oder die zocken. Und am besten Zeichensprache. Ja, ne? alles gut. Es ist wirklich faszinierend, wie die Umgebungsgeräusche rausgefiltert werden. Ja. Also es ist wirklich für beide Seiten bestens geeignet. Für die, die ganz gerne in Ruhe ihr Spiel spielen möchten. Genauso wie für diejenigen, die nicht unbedingt durch Spielgeräusche gestört werden möchten. Ich kann das übrigens auch den Herrschaften empfehlen, die vielleicht mal etwas länger als der Partner oder die Partnerin wach bleiben, um vielleicht noch mal den Film zu schauen. Ja, auch meine Frau sagt dann immer, machst du bitte den Fernseher etwas leiser, sonst stört es mich, sonst kann ich nicht einschlafen. Ich persönlich bin dann immer versucht, den Videotext einzuschalten, weil ich kaum noch was verstehen kann. Eine Problematik, die Sie vielleicht kennen, schließen Sie einfach einen Kopfhörer an, wenn Sie das Mikro nicht brauchen, drehen Sie es einfach weg und schauen sich den Film Ihrer Wahl in aller Ruhe an und Sie stören Ihre Mitmenschen nicht. Erst recht dann nicht, wenn Sie auch kleine Kinder zum Beispiel in der Wohnung haben. Wenn du das im Bett anhast und willst noch im Fernseher schauen und deine Frau wacht auf, dann denkt die wahrscheinlich, die ist irgendwo als Co-Pilotin unterwegs. Das könnte also, passieren, oder? Wenn du das im Bett aufhast. Sehr lustige Sache. Übrigens, unter 30 Euro ist das natürlich ein richtiges Schnäppchen, weil es ist ja eine richtige Profi-Ausstattung. Und das macht natürlich auch hier mit viel mehr Spaß zu zocken, wenn du wirklich die vollen Bässe, die vollen Motorgeräusche, Explosionen in deinen Ohren direkt drin hast. Das macht schon richtig viel Spaß, ne? Das ist ein ganz anderer Genuss. Das ist ein richtiger Soundgenuss pur. Und du hast vollkommen recht. Also diese Klangqualität, die ist einzigartig. Können wir Ihnen natürlich schlecht vermitteln, jetzt über den Äther, das ist klar. Das müssen Sie einfach mal erleben. Testen Sie es mal, wenn Sie eine Konsole zu Hause haben. Je nachdem, mitunter braucht man auch schon mal einen USB-Adapter, aber den haben wir auch noch im Programm. Wie gesagt, 2x3,5 mm Klinke haben wir mit dabei. Lassen Sie sich also hervorragend einfach und schnell anschließen. Und die Soundqualität ist wirklich Spitzenklasse. Ja. Ganz kurz wollte ich noch mal eben das Polster für die Ohrmuschel erwähnen. Das darfst du gern. Das ist ja wirklich auch ein Faktor, der über mehrere Stunden direkt auf der Haut getragen wird. Genau. Und das ist denkbar angenehm. Also wenn wir hier mal schauen, Sie sehen das hier, passt sich natürlich hervorragend. Schön weich, ne? Ich drücke hier mal so ein bisschen rein, dass man auch sieht, dass es angenehm ausgepolstert ist. Passt ist natürlich sich den Konturen klar, Ihres Kopfes perfekt an. Eben, wenn du das auch mehrere Stunden spielst, dann ist es natürlich auch wichtig, dass hier das alles angenehm zu tragen ist. Also man sieht, es gibt hier schön nach, ist schön weich und ausgepolstert. Und dann sind sie mittendrin statt nur davor. Ja, ganz genau. Und vor allem die Farbe Schwarz ist eine schöne neutrale Farbe. Also das passt auch wenn Sie das mal neben die Konsole legen. Ja. Werden sicherlich Ihre Freunde und Bekannte sagen, Mensch, was hast du denn da Cooles? Und da bin ich von überzeugt, dass dann auch bei uns, bei den Kollegen im Service Center bald nochmal das Telefon klingelt. Hör mal, habt ihr nochmal einen von den Kopfhörern? Die sind Spitzenklasse. Für unter 30 Euro würde ich da auf jeden Fall zugreifen. Ja? Also ist angenehm zu tragen und ist sicherlich eine tolle Möglichkeit, um die Mitmenschen, um vielleicht den Eltern, den Großeltern und auch den Geschwistern nicht unbedingt immer so störend mit den Spielgeräuschen in den Ohren zu liegen. Ich denke aber natürlich speziell auch an die Fernsehzuschauer zu Hause, die gerne auch am Abend ein bisschen lauter schauen, wenn man ein schöner Film läuft, und nebenan schlafen die Kinder. Muss nicht unbedingt sein. Nehmen Sie einfach den Kopfhörer, setzen den drauf, ist sehr angenehm zu tragen, schließen den an und entweder Sie brauchen das Mikro oder Sie brauchen es nicht, dann drehen Sie es einfach wieder weg. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit. Ja, auch ein schönes Geburtstagsgeschenk für eingefleischte Gamer, ne? Für zu Hause. PX 3636 und die 569, das ist die Artikelnummer für unser Gaming-Headset und wie gesagt für unter 30 Euro ein echtes Schnäppchen, was Sie sich da ergattern. Das ist Wahnsinn. Ich habe mir übrigens auch mal den Frequenzbereich fürs Mikro notiert, zwischen 30 und 16.000 Hertz und für den Kopfhörer zwischen 20.000 Hertz. Mikroempfindlichkeit minus 50 dB und für den Kopfhörer 108 dB. Also wirklich perfekt ausbalanciert und wie geschaffen für den Genuss
von Videospielen, und zwar so, dass sie es genießen und ihre Mitmenschen einfach ihre Ruhe haben und das machen können, was sie wollen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude, ganz egal, welche Konsole Sie haben, welches Spiel Sie spielen oder welchen Film Sie schauen. Damit sind Sie bestens ausgestattet. Ja, definitiv. Sehr schön gepolstert. Wie gesagt, unser Motto hier, mittendrin statt nur davor. Viel Spaß beim Zocken und Gamen.